Wir spielen Super Toastcard. 0.9.8. Super Toastcard. Part von Super Toastcard 0.9.A. Wir haben ein neues Add-on, bzw. eine neue Strecke. Anführungszeichen neue Strecke. Die ist vom 9.11.2017, die neueste bisher. Die Area 498, Area 40498 oder 498 oder. Nein, doch, oh, keine Ahnung, irgendwie sowas. Es ist Version 2. Also die Version 1 haben wir gar nicht gezeigt. Also das ist... Ich habe, wie gesagt, noch keine Map in der 09er gezeigt. Keine, also Map schon, Tracks eben. Aber, also Strecken, aber eben noch keine Arenen. Und die sind ja eben diese Projekt 0.9.A. Die werde ich euch da zeigen. Und wir schauen, dass wir die Map hier runterladen. Ist 21,1 MB groß. Ist ziemlich, ja, schon... riesig eigentlich und dauert auch recht lange. Wir schauen als allererstes im Einzelspieler, ob man das hier fahren kann. Wenn nicht, wäre das natürlich sehr tragisch. Wir schauen einmal hier. Add-ons, nein, da gibt es leider keine 12 Arenen, nicht im Einzelspieler-Modus möglich. Sehr schade. Deswegen machen wir es so, dass wir in Zweispieler-Modus gehen. Und wir machen ein zufälliges Card. Unser Kollege Destroyer ist natürlich auch da. Und wir machen nun keine Strecke, sondern hier das hier. Und die Map Area 498. Okay. Okay, die sieht schon ziemlich krass aus. Wir fahren Chowie oben. Unten gleich erstmal stehen. Ich habe nämlich einen Controller angeschlossen, damit ich spielen kann. So, wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um. Was geht denn hier? Kann man da über. Wisst ihr, was mich das erinnert? Das ist nämlich krass an. Das Abschlusslevel, also nee, als man, wo uns Psychonauts da hochklettern muss, diese Irrenanstalt, das erinnert mich total daran. Also, wie komme ich eigentlich weg? Kann ich hier rüberspringen? Ja, man kann hier runterspringen. Man kann da hochfahren, denke ich mal. Okay. Nein! Man fällt runter! Holy fuck. Junge, wo bin ich hier? Okay, da fällt man runter. Alles klar. Nun bin ich wo? Hier, okay. Und dann fällt man hier mal hoch. Das ist halt echt interessant. Hier springt man dann rüber und fällt wieder runter, weil man zu schnell ist. Wo geht's hier lang? Hier geht's nicht so lang. Die Map ist interessant, aber ich glaube, da würden die Bots null klarkommen. Das ist halt schon eine Map, wo man sagen kann, dass es schon für erfahrene Spieler ist, die halt wirklich mit ihrem Kart umgehen können. Oh Gott. Ich habe nicht gesehen, dass eine Banane dahinter ist. Ich sag mal, die Leute, die damit umgehen können, und dann fahre ich eine Banane. Auch ein passender Zeitpunkt. Jetzt hier habe ich mir zum Beispiel eingebackt. So. What the fuck? Ich habe nichts gedrückt und bin jetzt durch diese Pylone um die ganze Map geflogen. Bin ausgeschieden. Wir machen natürlich Neustart. P-Destroyer hat gewonnen. Okay, aber mehr ist in der Map auch gar nicht. Es ist halt einfach mehr oder weniger ein Texturen-Overload. Aber mehr ist es auch nicht. Wir schauen mal kurz, wo wir noch überall hochfahren können. Hier können wir rein. Und hier können wir hochfahren? Nee. Scheint nicht so. Hier vielleicht. Na. Junge, was ist das hier? Ja, gut. Sag mal so, ich liege auf der Seite und kann ich mir nichts machen. Ich probiere mal, ob ich mich wie hochheben kann mit dem anderen. Ja, passt. So. Oh. Was sonst? Die Map ist von der auch von der Idee wieder super. Aber hier zum Beispiel, kann man hier nach oben, ohne dass man runterfällt, eigentlich nicht. Ich finde es wirklich sehr interessant, wie man sich hier im Kopf stehen kann und so weiter. Die Idee ist krass. Wenn man jetzt zum Beispiel da dranhängt. Okay, jetzt fallen wir runter. Ich möchte mal mit dem hier nochmal drauf fahren. Ups, das war die falsche Taste. Oh nein! Ja gut. RIP auf jeden Fall. Kann man hier oben drauf fahren? Ah, warte, hier geht's auch noch höher. Nee, hier geht's nicht höher. Nein, nicht da runterfallen. Hier reinfahren. Naja, ich weiß nicht. Ich finde die Map blöd.
Die Texturen sehen so toll aus, aber man hätte einfach so viel draus machen können, was Sinn ergibt und nicht sowas, meiner Meinung nach. Aber okay, ich würde sagen, ich gebe 1,5 Sterne. Ich finde Optik super. Die Idee ist auch ganz nett, aber die Umsetzung gefällt mir halt null. Man kann da nicht richtig spielen, meiner Meinung nach. Deswegen gebe ich 1,5 Sterne. Ich hoffe, dass die Map erneuert wird. Das ist schon Version 2. Also wäre möglich, dass es eben noch eine neuere Version gibt von dieser Map. Aber wir schauen uns erstmal die hier auf der Webseite an. 2 Sterne geben wir. Dann wird es wieder ein bisschen downgerankt. Tut mir leid. Von Gamish ist die Map. Gamish kenne ich ja. Also halt den Entwickler. Und wir schauen mal die Bilder an. Okay. Sieht ja eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich finde es optisch auch schön, aber ja, ich weiß nicht genau. Bin mir da ein bisschen unsicher. Ich sage trotzdem danke fürs Anschauen von dieser Folge. Ihr könnt mir oben abstimmen, wie viel Sterne ihr der Map geben würdet. Ich sage danke, also ciao, euer Zickerfleck. Tschüss.